Warum sind die Benutzungsschnittstellen, warum ist die Interaktion zwischen Mensch und Computer wichtig? In diesem Blog führe ich in die Thematik ein und Sie sollen verstehen, warum es wichtig ist, wie Benutzungsschnittstellen, wie User Interfaces designed sind, wie diese unsere Interaktion mit Technologien, mit Systemen beeinflussen. Sie sollen in der Lage sein, das aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, aus Sicht der Benutzerinnen, der Benutzer, aus Sicht der Firmen, die Software zur Verfügung stellen. Und Sie sollen verstehen, dass im Moment das immer wichtiger wird, weil eben auch wichtige wirtschaftliche Gründe dafür sprechen, dass Interaktion, dass Systeme funktionieren, dass sie einfach von Benutzern zu benutzen sind. Am Ende dieses Blogs sollen Sie in der Lage sein, zu erklären, welche wirtschaftlichen Auswirkungen schlechte Benutzungsschnittstellen haben, sollen in der Lage sein, Benutzungsschnittstellen ganz einfacher zu skizzieren. Und wir werden das mit dem Skizzieren immer wieder wiederholen. Und Sie sollen in der Lage sein, zu erklären, warum Benutzungsschnittstellen, User Interfaces eigentlich immer eine Innovation darstellen, die Leute sehen und die daher relativ schwer geheim zu halten ist. Benutzungsschnittstellen definieren, wie wir Dinge benutzen. Wenn ein Button für eine bestimmte Funktion da ist, kann der Mensch den benutzen. Wenn der Button nicht da ist, ist die Funktion nicht verfügbar. Das heißt, mit dem Interface haben wir die Macht, was Leute mit Produkten machen können, in welcher Form sie Produkte nutzen können, wie einfach, wie schwierig es ist, ein Produkt zu nutzen. Und am Ende auch, wie sicher ist es, ein Produkt zu benutzen. Das Ganze, was wir bauen, die ganze User Experience, dazu werden wir auch noch mehr hören, hängt davon ab, wie das Interface und die Interaktion entworfen, gestaltet, umgesetzt ist. Nehmen Sie sich kurz ein paar Minuten Zeit, pausieren Sie das Video und schreiben Sie jeweils 5 Punkte auf. Warum ist es wichtig, dass digitale Produkte einfach zu benutzen sind? Und was heißt es eigentlich, dass ein Produkt benutzbar ist? Schreiben Sie jeweils 5 Punkte auf, pausieren Sie kurz das Video und kommen Sie dann zurück. Sie haben sicher einige Punkte aufgeschrieben. Ich habe jetzt hier auch einige. Das ist keine vollständige Liste. Eine verbesserte Benutzbarkeit erhöht die Produktivität der Benutzer. Eine verbesserte Benutzbarkeit kann die Kosten reduzieren, weil eben Prozesse schneller gehen, weil es einfacher ist für den Nutzer. Wenn wir jetzt sowas wie einen Webshop betrachten, dann kann eine einfache Benutzbarkeit dazu führen, dass Leute mehr kaufen und dass damit der Umsatz steigt. Wenn die Menschen das Produkt angenehm zu benutzen finden, dann sind sie potenziell loyaler, kommen zurück zu der Webseite. Und Leute, die mit einem anderen System frustriert sind, weil es eben schwierig zu benutzen ist, kommen dann zurück und benutzen dieses System. Es gibt verschiedene Studien, die eben zeigen, dass Benutzbarkeit ganz klare Vorteile bringt. Und inzwischen ist es auch so, wenn eine Seite nicht benutzbar ist, ist das ein Zeichen, dass eigentlich die Qualität nicht stimmt. Die Benutzbarkeit ist also ein wirtschaftlicher Vorteil gegenüber der Konkurrenz, wenn man sie hat und die Konkurrenz sie nicht hat. Wie haben sich früher Produkte unterschieden? Traditionell unterscheiden sich Produkte durch das, was sie können, durch die Funktionalität und durch den Preis. Heute haben wir es ganz häufig, dass die Produkte eigentlich die gleiche Funktionalität bringen, nehmen sie verschiedene Messaging-Services, und dass sie auch die gleiche Preisklasse haben, dass sie einen ähnlichen Preis haben, zum Beispiel wird über Werbung bezahlt in vielen Online-Services. Das heißt, es ist ganz schwierig, sich abzugrenzen durch ein neues Feature, durch Sachen, was Produkte haben, was die Konkurrenz nicht hat, oder eben einen ganz anderen Preis zu schaffen. Also stellt sich die Benutzbarkeit als ein Merkmal dar, wo wir uns gegenüber der Konkurrenz
absetzen können, wo wir es eben besser machen können. Wir können ein Produkt machen, das einfacher zu benutzen ist, wir können ein Produkt machen, das die Aufgabe schneller erledigen lässt, oder das Produkt ist so, dass es einfach viel mehr Spaß macht, das Produkt zu benutzen. Das Ganze kann man in einem Trend, in einer Menge von Trends sehen, die aktuell zu betrachten sind. Wie gerade schon gesagt, es wird schwieriger, sein Produkt zu unterscheiden von anderen Produkten, den Service anders zu machen in Bezug auf Funktionalität. Wir haben inzwischen Sachen wie Bandbreite, Speicher, das sind keine richtigen Limits mehr. Das heißt, wir können durchaus Sachen machen. Wenn sie der Benutzbarkeit helfen, ist es auch kein Problem, wenn sie mehr Speicher brauchen. Das sehen wir an vielen Desktop-Oberflächen. Wir haben neue Ein- und Ausgabetechnologien. Und inzwischen, und da wird es auch ein extra Blog dazu geben, inzwischen sind viele Alltagsgegenstände eigentlich Computer geworden. Und ein Punkt, was ich hier auch mit dem Bild signalisiere, unser Wille, was längerfristig zu lernen. Also wenn Sie eine neue Kamera kaufen, ein Handy, möchten Sie nicht einen Lehrgang machen für eine Woche, wie das zu benutzen ist, sondern Sie möchten es eigentlich sofort benutzen können. Und das hängt damit zusammen, dass eben eine offensichtliche Benutzbarkeit da ist. Und das ist das, was wir uns auch in dem Kurs insgesamt anschauen. Wie bekommen wir Produkte in der Form, dass sie eben sehr, sehr einfach zu benutzen sind und offensichtlich zu benutzen sind? In vielen Bereichen sind Technologien inzwischen Lifestyle Technologies. Das heißt, es sind Technologien, die wir eben nicht nur beim Arbeiten nutzen, sondern eben auch freiwillig. Und das heißt, die Benutzergruppe ist nicht mehr Spezialisten, sondern eine ganz breite Menge an Menschen, die ganz verschieden sein kann. Und ein Großteil der Nutzer ist nicht interessiert, wie die Technologie funktioniert. Es gibt den Einzelnen, den das interessiert, aber für die allgemeine Benutzung möchten die Menschen nicht wissen oder nicht lernen müssen, wie es funktioniert. Und es gibt ein Buch von Ben Schneiderman, Leonardos Laptop, und er sagt da, die alte Frage ist, was können Computer? Und die neue Frage ist, was kann ein Mensch mit dem Computer tun? Und das stellt das Interface, die Interaktion in die Mitte. Wir bauen Systeme, die selbst nicht allein irgendwas tun, sondern der Mensch kann mit diesem System zusammen was tun. Wenn Sie sowas wie ein Handy nehmen, was kann der Mensch alles mit dem Handy tun? Er kann Fotos machen, er kann Sounds aufnehmen, kann Video aufnehmen, kann telefonieren und so weiter. Das heißt, was kann der Mensch mit dem Computer tun? Das ist auch die Referenz, ist ein ganz interessantes Buch zu lesen. Zurückzukommen auf die wirtschaftliche Dimension. Warum ist es genau jetzt wichtig, wenn wir betrachten im Kontext von www-Apps, die wir haben, neuen Medien? Es ist so, dass die Konkurrenz sehr nah ist. Im Webbrowser ist er nur ein Tab away. Das heißt, in einem Produkt, das sich nicht gut benutzen lässt, verliert sich der Benutzer, hat dann keine Lust mehr und geht eben zur nächsten Laden, was in der echten Welt viel schwieriger ist. Und es wird manchmal als Leaky Pipe bezeichnet, das heißt als eine Leitung, wo immer wieder was raustropft. Und es ist so, nehmen Sie an, Sie haben 1000 Leute, die gehen auf Ihre Webseite, möchten da was kaufen. 900 finden das Produkt nicht, das sie haben wollen und sind damit schon mal weg. Dann gibt's welche, die finden nicht, wie sie damit bezahlen können und so weiter. Das heißt, sie verlieren immer wieder weiter Kunden und am Ende bleibt nicht viel übrig. Und so als Analogie, man kann die Löcher stopfen. Also eine gute Suche hilft den Menschen, die Produkte zu finden. Verschiedene Möglichkeiten zu bezahlen, die sehr einfach sind, hilft es, dass Leute, wenn sie was ausgewählt haben, auch den Abschluss tätigen. Und da gibt's auch einen Artikel, ich habe den hier verlinkt, Bad Usability is like a leaky pipe. Jetzt nochmal so als ein Beispiel, wenn Sie eine High Street haben, also irgendwo eine Fußgängerzone, und Ihnen gefällt in dem einen Laden was nicht, dann können Sie in den nächsten Laden gehen. Aber das dauert zumindest 5 Minuten, wenn Sie eben aus dem Laden rausgehen, in den nächsten Laden reingehen. Wenn wir jetzt im Kontrast dazu uns einen Webshop anschauen, wir haben jetzt hier einen Webshop, gefällt uns nicht, gehen wir zum nächsten. Wir müssen nur auf das nächste Tab klicken und schon sind wir im nächsten Laden. Das heißt, innerhalb von Sekunden sind wir in dem nächsten Laden und wir können dann auch ganz einfach vergleichen zwischen den Läden, können vor und zurück gehen
Und das ist eine Konkurrenzsituation, die man jetzt so in der Fußgängerzone, wo die Läden auch nah beieinander sind, gar nicht haben. Deshalb ist es ganz zentral, die Benutzer nicht zu verlieren, sondern die Menschen, die einkaufen möchten, dann auf der eigenen Seite zu halten und die Menschen, die ein Produkt bedienen möchten, ja, das Produkt bedienen lassen und es möglichst einfach zu machen. Wenn wir jetzt so einen Schritt zurückgehen, mit was beschäftigen wir uns in der Mensch-Computer-Interaktion? Das ist einmal, wie bekommen wir das hin, dass die Menschen zusammen mit der Maschine, die Menschen zusammen mit dem Computer ihre Aufgaben möglichst gut erledigen können. Dabei geht es um die Struktur der Kommunikation, der Interaktion. Es geht, was kann der Mensch gut, was kann die Maschine gut und wie verteile ich das dazwischen? Wie baue ich denn sowas? Wie baue ich Benutzungsschnittstellen? Wie baue ich Interaktion? Wie implementiere ich das? Wie gehe ich mit dem Design um? Weil es gibt eben ganz häufig nicht ein optimales Design, sondern es gibt Optionen und dann haben wir sogenannte Trade-offs. Und am Ende kommt es natürlich auch so, dass es Algorithmen sind, wenn wir jetzt insbesondere Richtung intelligente Benutzungsschnittstellen schauen. Und das sind Dinge, die wir im gesamten Kurs behandeln. Jetzt sollen Sie aber selbst was tun. Ich habe hier zwei Funktionen. Die eine heißt Translate und die andere Convert. Die erste Funktion ist eine Funktion, da nehme ich ein Wort von einer Sprache, ich stecke das rein und dann sage ich, das kommt von einer bestimmten Sprache und soll in eine bestimmte Sprache übersetzt werden und was ich zurückkriege, ist das Wort in der neuen Sprache. Und die andere Funktion ist Convert, da strecke ich da eine Zahl rein, die ja, in einer bestimmten Währung ein Betrag ist. Und ich sage, in welche Währung das es konvertiert werden soll, von welcher Währung in welche Währung. Und dann bekomme ich den Betrag in der neuen Währung zurück. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sollen für ein Mobiltelefon oder für eine Webseite ein Interface bauen, das genau diese Funktion dem Benutzer zur Verfügung stellt. Wie würden Sie das machen? Nehmen Sie sich ein paar Minuten, nicht länger als 4, pausieren Sie das Video und machen Sie Skizzen. Machen Sie eine Skizze von einem Benutzerinterface, das diese beiden Funktionen vereint und möglichst einfach zu benutzen ist. Und machen Sie nicht nur eine Skizze, sondern in den 4 Minuten versuchen Sie 2 Skizzen zu machen. Das mit dem Skizzen machen, das werden wir auch durch den Kurs immer wieder machen. Man braucht eine gewisse Routine. Es geht nicht darum, schön zu malen, sondern es geht darum, wirklich seine Idee zu kommunizieren. Nehmen Sie sich 4 Minuten, machen Sie 2 Skizzen für Benutzungsschnittstellen und dann kommen Sie wieder zurück, und dann schauen wir an, welche ich hier habe. Ich habe auch mal 2 Skizzen gemacht. Die erste sieht so aus. So ein ganz klassisches Design. Ich habe ein Tab, in dem ich übersetze und da habe ich oben, welches Wort ich haben möchte und unten kann ich sagen, das kann von Deutsch nach Englisch, von Englisch nach Deutsch wird es hier ausgewählt. Dann gibt es irgendwo einen OK-Button, ein ganz, ganz traditionelles Design, was ich hier gemacht habe. Und wenn ich das nutze, sieht das so aus. Ich gebe zum Beispiel hier ein Gift, das englische Wort, sage, ich will übersetzen von Englisch nach Deutsch. Dann drücke ich den OK-Button und dann kommt unten als Ergebnis Geschenk. Ähnlich können wir uns das vorstellen. Für das andere Tab habe ich jetzt nicht gezeichnet, kann man sich vorstellen. Das ist ein ganz traditionelles Interface und das ist ganz häufig, wenn wir gar nicht groß drüber nachdenken, wenn wir die Funktionen sehen, auf was wir kommen. Und jetzt können wir überlegen, ist es ein gutes Interface? Vermutlich jemand, der das sieht, das ist nicht sonderlich spannend, das Interface, aber man kann es bedienen. Aber es ist nicht sonderlich innovativ. Jetzt meine zweite Alternative, die ich gezeigt habe, ist eher so im Style von Google, von der Suchmaschine. Was habe ich rangeschrieben? Translate und Convert. Und jetzt habe ich hier nur ein Feld und da kann ich jetzt was eingeben. Jetzt machen wir mal das Beispiel wie vorher. Ich gebe das Wort Gift ein. Jetzt ist natürlich schwierig, ja, von welcher Sprache nach welcher Sprache. Aber jetzt kann ich mir überlegen, in meinem Interface, oh, ich habe ja Platz, ich mache das einfach mal so. Das heißt, in meiner Datenbank nachgeschaut, habe dann festgestellt, ah, das könnte ein deutsches Wort sein oder könnte ein englisches Wort sein. Naja, dann gebe ich eben beides an. Das heißt,
In dem Moment, wo die Person das Wort geschrieben hat, ein Leerzeichen gemacht hat oder nicht mehr tippt, dann kann ich das unten schon mal anzeigen. Das heißt, ich brauche eigentlich gar keine Interaktion mehr. Und das ist ein ganz anderes Design wie das vorige. Und jetzt könnten wir eben anfangen zu diskutieren, welches von den Designs ist besser. Mir gefällt das zweite besser, weil es halt eben was Innovatives. Aber man kann natürlich Gründe finden, warum das erste oder das zweite besser ist. Wie funktioniert das jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Beträge aus Währungen übersetzen will? Haben wir wieder das. Und jetzt gebe ich die 366 ein. Und jetzt kann man sagen, naja, 366, das, ich weiß es ja nicht, ob das jetzt Euro, Pfund oder Dollar sind. Also nehme ich an und zeige die ganze Tabelle an. Und jetzt kann ich sofort sehen, ah, das wären 299 Pfund bei dem Umrechnungskurs oder 482 Dollar. Jetzt ist es so, das ist so mittelübersichtlich. Auch hier kann man wieder diskutieren. Geht es schneller? Ist es einfacher wie das Interface, was ich hatte, das traditionelle? Und was wir im Rahmen des Kurses auch lernen werden, dass sie in der Lage sind, eben unterschiedliche Interfaces zu designen und auch die Vor- und Nachteile der einzelnen zu besprechen. Jetzt ist es so, das war jetzt ein großer Fokus auf, wie sieht wirklich das User Interface aus? Wie sehen die User Interface Elemente? Habe ich da einen Button? Habe ich da eine Texteingabebox? Die Benutzbarkeit, die Usability hat eigentlich noch eine größere Dimension. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen Online-Shop anschauen, dann gibt's natürlich hier, wie bei Amazon, das, was wir so als das offensichtliche Benutzerinterface sehen. Aber da ist natürlich mehr dabei. Und wenn man so ein bisschen zurückschaut und liest, warum Amazon sehr schnell sehr viele Kunden gewonnen hat, sehr hohes Kundenvertrauen, dann war ein Grund dafür, dass es sehr einfach war, Artikel zurückzugeben. Das heißt, die Benutzbarkeit und in dem Fall eben das Rückgängigmachen von Fehlkäufen. Also sowas, was Sie, wenn Sie jetzt schreiben, können Sie ja Ctrl-Z drücken und dann, was Sie gemacht haben, geht zurück. Das auf einer viel, viel größeren Ebene, das hat dazu geführt, dass Kunden den Service über einen anderen Service bevorzugt haben. Und das ist was Spannendes, wenn wir also das Interface anschauen. Das ist nicht das Ganze, was wir sehen, sondern das ist in einem größeren Kontext. Wenn wir Interfaces designen, dann ist es ganz häufig so ein bisschen wie das Ei des Kolumbus, was ich da oben gezeigt habe. Wenn ich Ihnen das Gerät, was da unten ist, das Nokia-Telefon zeige, wie kann ich das verbessern? Dann fällt Ihnen natürlich heute ganz viel ein, wie man das besser machen kann. Zu dem Zeitpunkt, wie das Telefon auf dem Markt war und das iPhone noch nicht auf dem Markt war, war es relativ schwierig. Das hatte auch Touchscreen, hatte eine Tastatur, hatte 3 Tage Batterielaufzeit. Hatte sehr viele Eigenschaften, die selbst manche Telefone heute noch nicht haben. Trotzdem war es eben in der Benutzbarkeit dem, was danach kam, unterlegen. Und ganz häufig ist es so, wenn wir die Probleme anschauen, die Probleme werden nicht als Probleme betrachtet, bis irgendjemand eine Lösung hat. Und wenn die Lösung da ist, dann ist die Lösung sehr offensichtlich, wie beim Ei des Kolumbus. Und Leute erinnern sich gar nicht mehr, dass da ein Problem war. Wenn wir jetzt eine Lösung machen und die Lösung ist sehr gut, dann muss die so einfach sein, dass die jedes Kind bedienen kann. Und dann ist es wieder so, naja, das war ja einfach, ähnlich wieder wie beim Ei des Kolumbus. Nachdem es jemand vorgemacht hat, ist es sehr, sehr einfach. Was aber zu wissen gilt, ist, dass der Schritt von einem Problem, das sich so beschreiben lässt, dass es die meisten Leute verstehen, hin zu einer Lösung, die ganz einfach ist, nicht trivial ist. Sonst könnten es alle Firmen, sonst könnte es jeder. Es sind große Firmen schon an Benutzbarkeit gescheitert. Das heißt, der Schritt, ein System zu haben, zu erkennen, wie sich die Benutzbarkeit verbessern lässt und das dann umzusetzen, das ist eine Kunst, aber eben auch gleichzeitig ein Handwerk, eine Wissenschaft, was wir in dem Kurs vermitteln wollen. Ich zeige ein Beispiel. Wenn wir uns das jetzt anschauen, jetzt haben wir hier ein Menü, in dem wir Schriftarten auswählen. Wie können wir das verbessern? Können wir das verbessern? Ja, kann man schon verbessern. Wenn wir uns das anschauen, das ist so das, was so das Einfachste, einfach eine Liste mit den Sachen. Zwischen gibt es viele Schriftarten. Jetzt, ich weiß auch nicht, wie Diabolo Light aussieht. Das heißt, wie kann man es verbessern? Wenn wir jetzt so schauen, so WordPad auf Windows 7 hatte das. Was wurde die Änderung? Ich kann jetzt nicht nur den Namen der Schrift lesen, sondern ich kann auch sehen, wie sie aussieht.
Naja, wenn die Anzahl der Schriften sich erhöht, aber ich verwende immer so eine kleine Anzahl, dann hat sich irgendwann mal ein Split Menu etabliert. Was wir hier sehen, das ist im oberen Bereich. Wenn wir jetzt hier den oberen Bereich sehen, hier sind die meistverwendeten Schriftarten, die die Nutzer verwenden. Und hier unten ist die ganze Liste der anderen Schriftarten. Und das heißt, wenn ich jetzt irgendwo drauf gehe und eine Schriftart auswählen will, muss ich eben nicht runterscrollen bis an die Schriftart, die ich verwendet habe, sondern die ist schon oben. So ein Split Menu, wenn es dann mal da ist, ist es offensichtlich, dass es hilft. Aber wenn Sie das andere anschauen, wenn Sie jetzt das hier anschauen, dann ist es eben nicht klar, dass hier ein Split Menu fehlt. Das heißt, die Idee zu haben, um hierher zu kommen, das ist das, was eben ein gutes Design, was einen guten Designer ausmacht. Und wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und schauen, was wir hier sehen, das ist die Dialogbox in Office 365 in der aktuellen Version 2019. Hier sehen wir, ah, was kann man da besser machen? Da ist kein Split Menu drin, das sind nicht die Schriftarten drin. Das heißt, wenn wir das andere kennen, deshalb ist es eben auch wichtig, viele Interfaces zu kennen, wissen wir sofort hier, wie eine Innovation vorangehen kann, indem man das mit dem kombiniert. Und so passiert es auch sehr häufig, dass eben Innovationen sichtbar sind und damit dann andere die Innovation übernehmen. Und es ist relativ schwierig, diese Form von Innovation durch Patente oder Gebrauchsmuster zu schützen. Zum Abschluss des Kapitels möchte ich mit Ihnen noch eine ganz kurze Diskussion machen, was natürlich über Video nicht ganz einfach ist. Stellen Sie sich die Frage, wie lange dauert es, eine Bachelor-Thesis, eine Master-Thesis oder eine Doktorarbeit zu schreiben, ein Buch zu schreiben. Nehmen Sie an, das Buch hat 40.000 Wörter und Sie sind ja eher ein langsamer Tipper, so wie ich das bin, und Sie können 40 Wörter pro Minute schreiben. Auf dem Telefon 15 Wörter pro Minute. Wie lange dauert das, bis Sie dann ein Buch geschrieben haben? Rechnen Sie es kurz im Kopf aus, ist nicht so schwierig. Stunde hat 60 Minuten. Wenn wir das rechnen, dann kommen wir auf circa 16,6 Stunden. Das sind ungefähr 2 Arbeitstage, um so ein Buch zu schreiben. Die meisten, die schon mal ein längeres Dokument geschrieben haben, werden denken, boah, ich habe glaube länger gebraucht. Eine Bachelorarbeit in 2 Tagen schreiben, eine Masterarbeit in 3 Tagen schreiben, 4 Tage, ist für die meisten nicht möglich, obwohl es von der Tippgeschwindigkeit her gar kein Problem ist. Und selbst wenn man es auf dem Handy tippen würde, könnte man es immer noch in einer Arbeitswoche eigentlich erledigen. Jetzt ist so die Frage, macht denn diese Rechnung, die wir gemacht haben, Sinn? Oder was sehen wir denn hier nicht? Und macht es einen Unterschied, ob ich jetzt schaue, ob ich eine Textnachricht schreibe, also zum Beispiel eine WhatsApp oder ein Buch? Das sind Fragen, die wir immer wieder ansprechen werden. Was hier natürlich ganz klar der Punkt ist, ist, die Zeit, die wir brauchen, um ein Buch zu schreiben, die ist nicht definiert durch die Geschwindigkeit, wie der wir tippen können. Die hängt ganz stark zusammen, wie schnell wir eben kognitiv in der Lage sind, Sätze zu bauen. Und da kommt dann auf einmal, dass vielleicht ein zweiter Monitor viel wichtiger ist wie die Tastatur, weil wir eben Dokumente, in denen wir was nachschauen, Dokumente, in denen wir Notizen haben, offen haben können und weitere Sachen sehen. Ich schließe das Kapitel mit einer kurzen Zusammenfassung ab. Was wir sehen, die Interaktion und die Interfaces bestimmen, was wir mit Diensten, mit Anwendungen, mit Geräten machen können. Das, wie wir das designen, hat eine ganz klare Auswirkung auf das, wie schnell die Benutzer sind und was die Benutzer damit machen können. Bevor wir ein gutes Interface machen können, müssen wir verstehen, was die Benutzer eigentlich mit dem System machen wollen. Und inzwischen ist es so, dass das Design von Systemen, das User Interface Design, das Usability Design, ein ganz wichtiges Kriterium ist, um Produkte zu differenzieren, um sich abzugrenzen von anderen Produkten. Und gleichzeitig ist es eben wirtschaftlich wichtig, Produkte zu haben, die eine gute Benutzbarkeit haben.
Das Skizzieren von Benutzungsschnittstellen, wie Sie gesehen haben, wenn Sie es ausprobiert haben, ist nicht ganz einfach. Aber es ist was Wichtiges, um rauszufinden, schnell rauszufinden, welche Optionen gibt's, welche Trade-offs gibt's, wo sollte ich mich mehr mit beschäftigen, in welche Richtung sollte ich mein Design weiterentwickeln. Und als abschließenden Punkt, wenn Sie eine Innovation im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion machen, ist die sehr häufig sichtbar, auch für die Konkurrenz. Das heißt, wir sind dann in einem Umfeld im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion, wo wir eigentlich generellen Innovationsdruck haben, weil das, was der eine hat, wenn es gut ist, diffundiert auch in die anderen Systeme. Und das sehen Sie, wenn Apple auf dem iPhone was Neues hat oder Google auf Android, dann dauert es nicht lange, bis das eben auch in die anderen Systeme, in den anderen Systemen zu finden ist. Und mit der Folie schließe ich das Kapitel ab. Hier sind einige Fragen, die Sie anschauen können, um zu sehen, ob Sie verstanden haben, was wir hier besprochen haben. Und hier sind noch einige Referenzen. Die Person hier ist Ben Schneiderman, 2006 hat uns in München besucht und das Buch Leonardos Laptop vorgestellt. Und am Ende noch unsere Lizenzfolie. Vielen Dank.